begib dich zum Stachel. Folge einfach dem Draht zum Stachel ganz oben. Und ich bitte dich, mach nichts kaputt. Kaputt machen, okay. Ja. Hojo. Hojo, hojo. What are you? Why are you running? Ich sollte losklettern. Losklettern, du Kletteraffe. Ja. Das muss ich hier lassen. Den ganzen Draht die Klippe hochzuwuchten. Vor allem mit der Hose. Oh, da ist der Stachel. Vielleicht ist der Empfang direkt daneben besser. Victory. Interessant. Ich kann allerdings nicht orten, wo das Signal genau herkommt. Ich sollte der Bastlerin sagen, dass ich etwas mehr von der Nachricht habe. Der Bastlerin. Das Langhals. Bastlerin? Bastlerin. In welche Richtung? Oh. Oh. Let's go. Das sollte eine gute Abkürzung sein. Hello, it's me again. Deine Anlage empfängt eine Nachricht aus der alten Welt. Eine Art Aufnahme. Das habe ich mir gedacht. Hast du etwas mehr gehört? Ein wenig. Sie wurde aufgezeichnet in einem schlimmen Krieg. Vielleicht klingt sie deshalb so traurig. Etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die Quelle kann ich immer noch nicht orten. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst, schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tenakt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt? Erfordert Methoden aus der alten Welt. Sie haben Signale lokalisiert, indem sie von 3 Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch 2, beide hoch oben. Im Tenak-Gebiet nördlich von hier ist ein großer heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines, Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst. Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist. Genau wie du. Silga. Wenn du es findest, Aloy, will ich gerne wissen, was es ist.
Ja, dann reise ich da einfach hin. Dann mache ich das doch. Also erstmal hier. Guten Tag. Unsere Klingen kämpfen gemeinsam. Warum ist in der Wunde weniger Wasser? Mit diesen Rationen kommen wir kaum durch den Tag, Kommandantin. Da ist die Taka. Unsere Kinder haben Durst. Ja, mein. Hat das Kommando keine Reserven? Genau. Bestimmt behalten Sie das Wasser für sich selbst. Ich muss hochklettern und sehen, das Signal suchen. Einfach nicht. Ich klettere nur ein bisschen. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin wir klettern, aber Aloy macht das. Und nun? Ich muss weiterklettern, um das Signal zu orten. Ich habe immer Angst zu klettern, dass die runterfällt. Das macht sie nämlich gerne. My goodness. Oder etwas höher. Kein Ding. Zu dir gehe ich nachher noch. Okay. Mal sehen, ob ich Silgas Signal empfange. Genug, um die Quelle zu finden. Wenn ich auf den Berg bei meiner Basis klettere, müsste es klappen. Look at this. Da irgendwo ist ein Langhals. Ah ja, okay, das ist der. Aber dort war auch einer irgendwo hier. Okay. Wir haben hier ein Lagerfeuer. Läuft. Dieser Berg. An der Südseite komme ich am besten hoch, wenn ich mehr von Silgas Nachricht empfangen will. Ich muss nur einen Pfad suchen. Einfach Hulk. Baumumstoß. Ah.
Na gut. Kämpfen oder ausweichen. Position zu nehmen. Kackbratzen. Hat ja prima funktioniert. Okay, Löschwasser. I don't know. Also eigentlich, die gucken alle. Wohin muss ich? Egal, ich bring die jetzt einfach um. Oh, du Arschloch, Alter. Dreht er sich. Ich hab's drauf. Lass mich in Ruhe. Hallo. Ja, I understand. Bitte lass los! My goodness! Ich setze nach. Um Silgas Signal zu empfangen. Oh Gott. Hi. That was not good. Okay, holy moly. I don't want to be your enemy. Psst, zu laut, ey, das sind Sonnenflügel. Die will ich nicht mehr. Girl, bitte nach links, rechts. Genau. Ja, doch da und dann hoch. Hoch, 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 hoch. Ziemliche Kletterei. Ja. Ich muss noch höher, um Silgas Signal orten zu können. Solange uns diese Sonnendinger nicht sehen, bin ich happy. I don't know. Ah!
Girl, you scared the shit out of me. Nein. Ah. Ich raste aus gleich. Dieser Berg ist hoch. Die Maschine hält Kälte gut aus. Frost bringt nichts. Ich bin offenbar nicht allein. Erledige die Maschinen. Ja, danke. Ich muss noch höher klettern. Well. Leute, wisst ihr, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich liebe dieses Spiel. You little bitch. Okay, jetzt das Signal abhören. Wo ist der beste Platz? Da oben. Ich sollte einen guten Platz finden, um Silgas Nachricht zu empfangen. Nicht allzu weit von hier. Ich muss nur hinkommen. Ich krieg bestimmt eine gute Aussicht, wenn ich hier runtergleite. Ja, bestimmt. Ich meine, oh mein Gott. Die Sonne geht einfach auf. I'm in love. Look at this game. So pretty, I cannot. Hui. Oh mein Gott. Aber guck mal, wie kalt das sein muss. Es ist so schön. I cannot. Mein Fokus empfängt das Signal, das Silga gefunden hat. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich nach dem Ursprung suchen kann. Okay, sie mag kein Löschwasser.
Da bist du ja. Wie komme ich jetzt zu dir? Aber ich muss mich erst um die Maschinen kümmern. Okay. Oh Gott. Nee, nicht du. Komm her. Okay, den haben wir schon mal. Dann habe ich den da. Ha! Die Maschine ist getränkt. Was mag der nicht? Schwach gegen Löschwasser und Säure. Nice. Guys, what is happening here? Oh, hi. Sieht vielversprechend aus. Na gut, rein ins Wasser. Ja.
Da bist du ja. Mal sehen, was drin ist. Knappe Sache. Paul, per Fokus habe ich dich nicht erreicht. Ich hoffe, das hier erreicht dich mit der Ausrüstung für die Stellung an der Reno-Linie. Ich wollte nur, dass du weißt, dass alle Bitterkeit verschwunden ist. Ich denke nur an die guten Dinge. Und ich denke an sie, wenn die Dunkelheit kommt. Klingt, als wäre er ihr sehr wichtig gewesen. Das wird Silga erfahren wollen. Und der Sender darin, der die Nachricht übertragen hat, wird sie sicher interessieren. Na dann. Uiuiui. Hola, Senora. Aloy. Die Worte vom Stachel sind verstummt. Was ist passiert? Das hier hat mit deiner Anlage gesprochen. Das ist alte Weltausrüstung zur Kommunikation über weite Entfernungen. Die Nachricht wurde gestoppt, als ich sie nahm, aber ich habe die Nachricht gehört, von der die Stimme sprach. Wie lautet sie? Während eines alten Krieges wollte eine Frau einem Mann, den sie kannte, Vorräte schicken. Sie wollte ihm mitteilen, dass ihre Unstimmigkeiten nicht mehr von Bedeutung waren. Dass sie an ihn denken würde, wenn das Ende käme. Oh. Wir sind wohl irgendwie seelenverwandt. Ich wünschte, ich könnte meinem Bruder so eine Nachricht senden. Sagen, dass ich ihm vergeben habe. Das hätte er gewollt. Das weiß ich. Dieser Mann, der Alte, hat er die Nachricht je gehört? Ich glaube nicht. Tja, das ist wohl oft der Lauf der Dinge. Doch bei der Stärke dieses Geräts konnte die Senderin hoffen, dass er es gehört haben könnte. Tolle Sache, Nachrichten nach nah und fern zu schicken. Kann ich das behalten? Es ist ein Schatz. Natürlich. Danke. Manchmal erfahren Menschen nie, was sie wissen sollten. Aber mit diesem Ding kann ich sie vielleicht miteinander sprechen lassen. Den ganzen Weg von Hauptquell bis... Wer weiß wohin. Hey, ich habe in dem Lager noch ein paar Dinge gefunden. Vielleicht kann ich daraus etwas herstellen. Kann ich deine Werkbank benutzen? Na klar, gleich da hinten. Jederzeit, Aloy. Sie gehört dir. Ich glaube, ich weiß, was ich mit den Teilen machen kann. Oh mein Gott. Leute, was ist das denn? Steinbrecher. Steinbrecher, jolol. Eine Beschaffungsmaschine, die unterirdische Rohstoffe abbaut, die sie in Hügeln über der Erde lagert. Sie kann sich unter der Erde sehr schnell bewegen und überrascht Gegner von unten. Ja, korrekt. Willkommen zurück. Dann schauen wir mal, was wir da so haben. Überwachungsdrohnen. Okay, das Datenmodul ist drin. Aber die haben wir. Gute Wahl. Beautiful.